Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Albig, dass Ihre digitale Agenda nach der langen Entwicklungsphase noch als Beta-Version veröffentlicht wird, brachte mich zum Schmunzeln. Jeder IT-Mensch kann Ihnen sagen, dass Dinge, die noch in der Beta-Phase sind, nicht im Produktivbetrieb eingesetzt werden sollen. Aber Releases in der Beta-Phase sind wir von dieser Regierung ja gewohnt. In einigen Punkten sind Sie Ihrer digitalen Agenda Forderungen gefolgt, die wir Piraten schon seit langem stellen. Ich war fast so weit zu sagen, ey, da hat die Landesregierung ja mal einen passablen Job gemacht und endlich angefangen, das Internet zu verstehen. Dann kam ich zu Ihrer Kapitel über Governments in der digitalen Welt. Das hatte ich da vielleicht noch nicht gelesen. Sie wollen Meinungsvielfalt und den Zugang zu freien Informationen sicherstellen. Und darunter schreiben Sie etwas von staatlicher Kontrolle. Vielleicht sollten Sie, wenn dann irgendwann mal im Jahr 2040 Medienkompetenz an Schulen gelehrt wird, sich einfach mal in den Unterricht setzen und zuhören, wie das mit dem Internet ist. Es ist schlichtweg die Aufgabe einer Suchmaschine, die Relevanz von Informationen zu beurteilen. Das erfolgt durch Algorithmen. Wenn Sie in der lokalen Suche Ihres Rechners die drei Buchstaben JPG eingeben, so finden Sie jedes JPEG-Bild auf Ihrem Rechner und jedes Dokument, wo diese Buchstabenkombination vorkommt. Das hilft Ihnen aber nicht weiter. Wenn Sie dies in eine Suchmaschine eingeben, finden Sie zuerst eine Information, was JPG bedeuten könnte. In diesem Fall ein Bildformat. Dann finden Sie ein paar Bildvorschläge, welche Dateisymbole von diversen Programmen sind. Dann ein paar Konverter. Was ist hilfreicher? Sie entscheiden. Überall, wo Algorithmen im Spiel sind, sind nicht Mathematiker aus dem Spiel. In anderen Agendas sprechen Sie über neue Spielregeln, die sicherstellen, dass auf ein Netz und Daten In Ihrer Agenda sprechen Sie über neue Spielregeln, die sicherstellen, dass auf Netz- und Datenautobahnen gleiche Bedingungen des Zugangs für alle gelten. Dieser Punkt ist auf so vielen Ebenen skurril. Herr Albig, wenn Sie sich zu Wort melden möchten und mir erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Netz- und einer Datenautobahn? Der Rest dieses Punktes ist auch eher nichts aussagend. Des Weiteren erschließt sich mir auch der Punkt über staatliche Souveränität im Internetzeitalter sichern nicht. Das Internet kennt keine Grenzen, das ist das Gute daran. Es ist unerheblich, ob Sie aus Kiel, New York oder Hum, eine Stadt in Kroatien mit 20 Einwohnern, stammen. Es gibt ein Sprichwort im Internet. On the Internet, no one knows you're a dog. An diesem Punkt kommt von vielen Politikern immer der Vorwurf, das Netz darf kein rechtsfreier Raum sein. Auch Sie haben das in Ihrer Rede gesagt. Aber das ist es nicht. Es gelten die Gesetze der analogen Welt, auch im Internet. Eine Beleidigung ist eine Beleidigung, auch im Internet. Viele der Straftaten können durch einfache Aufklärung der Nutzer behoben werden. Niemand würde auf einen Brief antworten, in dem einfach ein Blanko-Überweisungsträger mit der Bitte um Kontonummer und Unterschrift mitgesendet würde. Im Internet ist Phishing ein großes Problem, denn in einer Mail klickt man einfach auf den Link oder öffnet den Anhang, zuletzt gesehen bei der Polizei in Schleswig-Holstein. Genauso wissen wir aber auch, dass Kameras keine Kriminalität verhindern, sondern einfach einen Online-Ort verlagern. Genauso ist es auch im Internet. Es ist mehr als einfach, einen verschlüsselten Datentunnel in ein anderes Land aufzubauen und so die Überwachungsmaßnahmen zu überwinden. Dauer der Aktion ca. 15 Minuten. Dann ist es auch vorbei mit der staatlichen Souveränität. Nach 15 Minuten. Ich sage es auch einfach mal deutlich. Das Internet flächendeckend und allumfassend zu überwachen, verhindert erstens keine Kriminalität und zweitens kommt es zu einer flächendeckenden Überwachung von Post und Telefon. Gleich. Sie liebäugeln mit San Francisco, wollen da sogar eine Zweigstelle errichten. Sie wollen Start-ups nach Schleswig-Holstein holen. Sie setzen dabei neben Breitband auf die fünfte Generation mobiles Internet. Wäre es, wenn Sie vorher dafür sorgen, dass LTE flächendeckend ausgebaut wird? Oder machen wir es einfach. Flächendeckender GSM-Ausbau. Wenn Sie auf der B404 nach Lübeck fahren, haben Sie auf Längenstrecken gar keinen Empfang. Aber das ist ja bei der Nummer der Bundesstraße auch zu erwarten. Für alle, die es nicht verstanden haben, 404, Error-Meldung und so weiter. Das Gleiche, wenn Sie Richtung Westküste fahren. Und vom mobilen Internet entlang der Bahnstrecken will ich hier gar nicht anfangen. Schleswig-Holstein sollte doch für Funktechnologien ideal sein. Keine großen Berge, keine tiefen Täler, nur plattes Land. Sie haben die Störerhaftung angesprochen und sagten, sie muss abgeschafft werden. Hier setzt unser Antrag an. Ich freue mich, dass Sie diesen unterstützen und hoffe auch auf die restliche Unterstützung des Hauses. Rechtssicherheit für WLAN-Anbieter ist wichtig. Viele Menschen sind bereit, ihr Internet mit anderen zu teilen.
Viele schreckt aber noch die Störerhaftung ab. Hier können Sie für viele die Situation verbessern und schaffen gleichzeitig kostenneutral für die Landes- und Kommunalhaushalte die Möglichkeit, flächendeckendes WLAN einzuführen. Ein kleiner Nebensatz sei mir noch dazu erlaubt. Wir sind vielleicht Nummer 1 in Deutschland, was Breitband angeht. Im weltweiten Vergleich ist Deutschland seit dem zweiten Quartal 2016 in 2 Plätze, allerdings auf Platz 26 abgerutscht. Deswegen darf man sich darauf leider auch nicht zu viel einbilden. Wenn wir zum Thema digitales Lernen kommen, kann ich darüber nicht sprechen, ohne ein Lob für den Einsatz von Dirk Lossack auszusprechen. Er macht eine tolle Arbeit als Vorsitzender der KMK-Arbeitsgruppe Bildung in der digitalen Welt. Die 850.000 Euro, welche Sie für Medienkompetenz im nächsten Jahr eingeplant haben, können nur ein Anfang sein. Beim offenen Kanal ist das Geld gut aufgehoben. Insgesamt ist es als Jahresbudget aber noch zu wenig. Und weiterhin konnte mir bisher noch keiner erklären, wieso unsere Medienanstalt als einzige deutschlandweit das Thema Medienkompetenzförderung nur als Kannaufgabe hat und dafür keine Gelder mehr zur Verfügung bekommt. Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch. Der offene Kanal ist ein sehr guter Partner, aber die Medienkompetenzförderung nur auf ein Bein zu stellen, halte ich für den falschen Weg. Die MASH ist ein erfahrener Partner in diesem Thema und alle hätten bei einer Kooperation zwischen ihr und dem offenen Kanal gewinnen können.